steht alles ganz im Zeichen der Gemütlichkeit zu Hause und wie euch smarte Geräte dabei helfen können. Herzlich willkommen bei Tink, mein Name ist Kamal und heute geht's um das Thema Gemütlichkeit zu Hause. Es ist dunkel draußen, es ist kalt, der Winter wird sich auch noch ein bisschen hinziehen und naja, durch die gegebene Situation können wir sowieso nicht wirklich raus. Das heißt, wir müssen es uns wirklich gemütlich zu Hause machen. Mit der Hilfe von einigen Smart Home Geräten ist das Ganze auch noch ein bisschen einfacher. Dazu müsst ihr eigentlich dann nur noch euer Smartphone benutzen und könnt dann die unterschiedlichsten Geräte in eurem Haus zu Hause steuern, die dann dafür sorgen, dass es richtig gemütlich ist. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Temperatur zu Hause stimmt, also dass es angenehm warm ist. Natürlich könnt ihr das einerseits mit einem klassischen Heizkörperthermostat machen. Bisschen entspannter und natürlich auch intelligenter ist das mit einem smarten Heizkörperthermostat, wie zum Beispiel dem von Tado. Ein solches Thermostat lässt sich an so gut wie jeden Heizkörper anbringen und kann dann ganz einfach per Smartphone oder aber auch per Sprache gesteuert werden. Und auch all diejenigen, die jetzt keine klassischen Heizkörper in ihrer Wohnung haben, sondern zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder eine Gasetagenheizung, gehen nicht mit leeren Händen aus, denn von Tado gibt es außerdem auch ein smartes Thermostat, das an die Wand kommt, über das man dann wie bei einem klassischen Thermostat eben die Heizungsanlage regeln kann. Das Ganze aber eben smart, weil auch mit dem Smartphone verbunden und somit auch hier entweder über das Gerät, über das Smartphone oder über Sprache steuerbar ist. Egal ob Wandthermostat oder Heizkörperthermostat, ihr könnt über Tado verschiedene Szenen einrichten. Das heißt, es wird ganz automatisch geheizt, wenn eine bestimmte Situation eintritt. Ihr könnt Zeitpläne einrichten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch von unterwegs aus mit eurem Smartphone steuern und vieles mehr. Wir haben dazu noch ein anderes Video gemacht. Das gibt euch noch ein bisschen weitere Informationen dazu und das haben wir euch hier verlinkt. Damit kommen wir zum Thema Musik bzw. Klang, denn auch das ist ein wichtiger Begleiter in gemütlichen Zeiten. Ganz egal, ob ihr jetzt Hintergrundgeräusche wie zum Beispiel Wald, Vogelgezwitscher oder Wellenrauschen, ob ihr Podcasts oder ob ihr Musik hört, all das könnt ihr mit Hilfe von smarten Lautsprechern sehr einfach und bequem machen. Hier gibt es zahlreiche Anbieter, die die unterschiedlichsten smarten Lautsprecher anbieten, von ganz klein bis ganz groß. Dazu gehört natürlich auch Google, die alles von kleinen Lautsprechern bis zu großen Lautsprechern anbieten, je nachdem, wo man da die Priorität setzt, beziehungsweise natürlich auch, wie viel Platz man zu Hause hat. Ein ganz spannendes Gerät ist hier der Nest Audio. Das ist so ein, von der Größe so ein Mittelding, passt also so ziemlich gut in jeden Raum, den man so zu Hause hat. Hier lassen sich dann zwei Geräte zu einem Stereopaar verbinden, sodass ihr dann eine größere Klangbühne habt. Natürlich könnt ihr aber auch einfach jeden Raum mit einem Lautsprecher bestücken und dann per Multiroom-Modus entweder in den verschiedenen Räumen die gleiche Musik oder sogar unterschiedliche Musik hören. Noch ein kleines bisschen Eigenwerbung am Rande. Solltet ihr einen Google Nest Lautsprecher über Tink bestellen, erhaltet ihr dazu 6 Monate Spotify Premium kostenlos. Die Bedingungen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und was fehlt jetzt noch, nachdem es schon gemütlich warm in der Wohnung ist und die richtige Musik bzw. Hintergrundbeschallung läuft? Natürlich das richtige Licht. Hier gibt es auch zahlreiche Anbieter, die euch smarte Lampen, Leuchtmittel, Glühbirnen, Leuchtstrips und so weiter anbieten. Dazu gehört natürlich der bekannteste Vertreter Philips. Die haben eine ganze Armada an Produkten, die dafür sorgen, dass ihr richtig schönes Licht bei euch ganz stimmungsgeladen und genauso wie ihr das möchtet einrichtet. Das Ganze lässt sich dann wunderbar in Szenen einrichten, per Sprache steuern, per Smartphone, gibt Schalter dazu, damit ihr das so bequem und einfach und eben gemütlich wie möglich bei euch zu Hause einrichtet. Wenn ihr dann alles eingerichtet habt und euch wirklich einfach nur noch zurücklehnen und entspannen möchtet, dann könnt ihr all diese Geräte, über die wir gerade gesprochen haben, wunderbar in einen Ablauf integrieren und diesen dann per Google Home einfach per Sprachbefehl auslösen. So könnt ihr dann einen Ablauf einstellen, der zum Beispiel auf den Befehl hört, entspannen, sodass dann die Heizung auf, sagen wir mal, 24 Grad hochfährt, das Licht gedimmt wird und eure Lieblingsplaylist auf Spotify abgespielt wird. Wir hoffen, dieses Video hat euch einen kleinen Eindruck davon gegeben, wie einfach man sich es zu Hause mit smarten Geräten gemütlich machen kann. Falls ihr noch weitere Fragen dazu habt, schreibt sie uns unten in die Kommentare. Und natürlich könnt ihr www.tink.de besuchen, wo ihr all die Produkte, über die wir hier geredet haben, auch findet. Das war's von uns. Macht's euch gemütlich zu Hause, entspannt euch und habt noch einen schönen Abend, Tag, Woche, Wochenende, was auch immer jetzt gerade ansteht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.